Okay, let's try something different. Hey Leute, was geht? Euer Pronix ist wieder back auf YouTube und heute erstmal wieder ein richtig geilen Glitch für euch, und zwar ein Money Glitch, Leute. Und dieser Money Glitch ist dieses Mal nicht so einfach, aber wenn ihr diesen Glitch öfters gemacht habt, dann fällt er euch nicht mehr so schwer. Auf jeden Fall ist dieser Glitch so ähnlich wie ein Gift Card to Friends Glitch, und zwar könnt ihr im Story-Modus Straßenautos tunen und die dann vom Story-Modus euren Kollegen in den Online-Modus geben. Und dann würde ich aber auch schon sagen, fangen wir an mit dem ganzen Glitch. Als allererstes müsst ihr in den Story-Modus gehen und dann aus dem Story-Modus den Editor starten. Wenn ihr dann in den Editor drin seid, dann müsst ihr hier einfach auf Landrennen gehen, und wenn ihr dann in den Landrennen-Menü seid, dann müsst ihr als allererstes zu dieser Location hingehen, wo ich hier jetzt gerade bin. Das ist das LSC in der Wüste, und dann platziert ihr als allererstes den Auslöser. Und dann müsst ihr zu den Kontrollpunkten gehen und als allererstes die Startaufstellung platzieren. Und dann macht ihr das am besten so, dass nur zwei Fahrzeuge da sind, und dann müsst ihr 5 Meter daneben einfach einen stinknormalen Checkpoint platzieren. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann drückt ihr Touchpad, so dass ihr unten auf dem Boden rumfährt. Und dann müsst ihr mit diesem Fahrzeug einfach nur in das LSC reinfahren, dann werdet ihr sehen, dass das Tor aufgeht. Ihr dürft jetzt aber nicht zu weit nach vorne fahren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn ihr dann da drin steht, dann müsst ihr Steuerkreuz nach unten drücken, so dass ihr das Menü wieder habt, und müsst dann das ganze Rennen testen. Dann seid ihr in den Test und müsst dann einfach mit dem Fahrzeug wieder in die Garage reinfahren und dann wieder nicht zu weit nach vorne fahren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt müsst ihr einfach wieder Steuerkreuz nach unten drücken und diesen Test beenden. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr im LSC spawnt, und dann werdet ihr auch sehen, dass der Typ vom LSC vor euch steht. Wenn ihr das habt, könnt ihr wieder Steuerkreuz nach unten drücken, dann Touchpad, damit ihr wieder in der Kamera seid. Und jetzt müsst ihr einfach die Startaufstellung aufheben mit X und platziert die dann in den Kontrollpunkt, so dass die beiden Kontrollpunkte ineinander sind. Und jetzt geht ihr wieder auf Rennen testen, und dann werdet ihr sehen, dass das Rennen sofort beendet wird nach 3 Sekunden. Und dann kommt diese Meldung hier. Und dann geht ihr ins PSN-Menü und dann müsst ihr auf euer Profil gehen und guckt dann, ob ihr irgendwann zuletzt einen Job gespielt habt oder eine Spieleliste oder sowas. Und dann geht ihr einfach da drauf und müsst dann unten rechts diesen Job starten. Und wenn dann diese Meldung kommt hier, müsst ihr diese Meldung einfach nur mit Kreis wegdrücken. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr so rumfahren könnt und das Editor-Menü ist dann nicht mehr da. Und wenn das so ist, dann geht ihr wieder ins PSN-Menü, geht dann auf Einstellungen, dann auf Netzwerk und dann einmal diesen Haken hier weg und dann wieder hin. Und dann geht ihr einfach wieder in GTA rein und dann werdet ihr sehen, dass ihr dann rumlaufen könnt. Und jetzt müsst ihr einfach irgendein Fahrzeug von der Straße nehmen, wo ihr glaubt, dass ihr das voll auftunen könnt. Und jetzt müsst ihr mit diesem Fahrzeug nur in den LSC reinfahren und dann dieses Fahrzeug voll auftunen. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr dann auf euren Story-Modus-Charakter viel Geld habt, damit ihr dieses Fahrzeug auftunen könnt. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann müsst ihr einfach hier zu dieser Location fahren, die ich gerade hier auf der Karte zeige. Das ist nämlich da die Garage von Trevor im Story-Modus. Und dann fahrt ihr einfach dieses Fahrzeug in die Garage rein und dann dürft ihr nicht mehr dort einsteigen. Aber es ist wichtig, dass ihr wirklich bis nach hinten an die Wand von der Garage fährt, sonst funktioniert dieser ganze Glitch nicht. Und jetzt kommt euer Kollege ins Spiel. Und zwar muss euer Kollege jetzt in irgendeiner Mission von Rockstar drin sein. Wir haben das gemacht mit Job für einen Titan. Und dann startet er die ganze Mission. Und jetzt muss er in der Mission zu der Location fahren, wo ihr gerade seid. Und zwar da von Trevors Garage. Und dann stellt er sich einfach so davor, dass die Garage auf ist. Aber er darf nicht in der Garage drin sein. Und dann müsst ihr euch einfach über das Optionsmenü einladen. Es ist aber wichtig, dass ihr eine PSN-Einladung bekommt. Und ihr sitzt ja dann immer noch in dem Fahrzeug hier in der Garage. Und jetzt kriegt ihr die Einladung und die müsst ihr dann einfach annehmen. Und sobald ihr die dann angenommen habt, wird euer Kollege sehen, dass dieses Fahrzeug vor seiner Nase spawnt. Aber jetzt kann man noch nicht in das Fahrzeug einsteigen. Und zwar muss dann derjenige, der das ganze Fahrzeug rübergebracht hat, einfach GTA schließen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr in das Fahrzeug einsteigen könnt. Und jetzt müsst ihr mit diesem Fahrzeug einfach zu eurer Garage fahren. Dann fahrt ihr dieses Fahrzeug einmal in die Garage rein und dann wieder raus, sodass ihr in dem Fahrzeug drin sitzt. Und dann drückt ihr Steuerkreuz nach oben, geht dann auf euer Handy und verlässt die ganze Mission. Und wenn ihr dann wieder online gespawnt seid, dann werdet ihr sehen, dass ihr mit dem Fahrzeug spawnt. Und dann könnt ihr das ganze Fahrzeug einfach verkaufen. Und wenn das dann voll aufgetunt ist, dann könnt ihr bis zu 200.000 kriegen. Ich finde den Glitch eigentlich geil. Es ist zwar scheiße, dass man so viele Schritte machen kann, aber was soll man erwarten? Und wenn ihr den Glitch genauso geil findet wie ich, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.